Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Road to Elite, dem FIFA-Kanal, auf dem ihr garantiert nichts bezüglich FIFA 22 verpasst. Meine lieben Freunde, deshalb jetzt schon mal gerne ein Abo da lassen. Und es geht zurzeit sehr viel um Gameplay und wie ihr besser werdet. Und heute habe ich einen effektiven Trick, der ist wirklich immer noch sehr gut. Nicht so schwer auszuführen, aber man muss ihn auf jeden Fall ein paar Mal üben. Und deshalb gehen wir direkt mal in die Trainingsarena, an die, die nicht wissen, wie man reinkommt, spielen Schnellspielmodi und dann die Trainingsarena und einfach einmal drauf drücken, dann kommt ihr rein, nehmt einfach am besten den Spieler, der ein paar Skills hat, weil dann könnt ihr halt eben auch die einen oder anderen Tricks üben. Und heute möchte ich euch mal einen Trick zeigen, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, und zwar den sogenannten Schuss Cancel. Das ist kein Fake Shot, also Fake Shot kennt ihr sicher alle, hoffentlich. Sondern ein sogenannter Schuss Cancel, das heißt, ihr tut so, als ob ihr schießen würdet, wie hier gerade. Und das Besondere daran ist eben, dass es eine spezielle Animation gibt. Und zwar, wenn er antäuscht zu schießen, dann macht der Gegner eben schon Reaktionen. Das ist beim Torwart jetzt nicht ganz so krass, bei den Verteidigern ist das umso besser. Die machen dann halt eben schon bestimmte Reaktionen, die sie automatisch ausführen, weil das im Spiel eben so ist. Und genau so macht ihr den dann, so sieht er dann aus. Ich kann euch jetzt natürlich mal zeigen, was wollt ihr natürlich auch sehen, wie man das Ganze macht. Und zwar schießt man ganz normal. Wichtig hierbei nur ist, dass ihr direkt nach dem Schuss bereit seid, die beiden Schultertasten zu drücken, weil wenn ihr zu lange braucht, wie hier, dann schießt er einfach, dann kann man das Ganze nicht mehr rückgängig machen. Also es ist immer ein bisschen mehr ein Risiko, aber wenn man ihn raus hat, dann kriegt man das easy hin. Lieber ein bisschen zu früh als ein bisschen zu spät machen, weil sonst schießt er halt im Notfall, und angenommen, man ist jetzt halt hier auf außen durch und will dann so einen Schuss-Cancel mal einbauen, dann verkackt man den, dann schießt er den halt irgendwie, keine Ahnung, ins Niemandsland. Das ist natürlich dann nicht ganz so nice. Aber ansonsten einfach hier üben. Geht in die Trainingsarena, Leute, übt diesen Trick und dann habt ihr den eigentlich relativ schnell raus. Also einmal eben die Kreistaste für Schießen und dann eben die beiden Schultertasten, und dann macht ihr hier eben diesen, kein Fake Shot, sondern den sogenannten Schuss Cancel, und der ist wirklich übertrieben effektiv. In welchen Situationen der jetzt am besten ist, kann man eigentlich immer einsetzen, aber wenn man vor allem hier so am 16er ist, dann kommt sowas schon ganz gut, weil halt eben die ganzen Animationen der Verteidiger dann so ausgerichtet sind, dass sie denken, du schießt wirklich. Wenn man das Ganze jetzt hier an der Mittellinie macht, geht natürlich auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann so, also es funktioniert natürlich auch, aber ist nicht so 100% effektiv wie hier eben so in dieser Strafraumumgebung. Hier dann einfach mal so ein Schuss-Cancel, probiert es einfach mal. So sieht das dann in etwa aus. Er setzt eben kurz zum Schuss an, und das ist dann halt eben so ein bisschen auch die Königsdisziplin dieses Schuss-Cancels, dass man es immer weiter länger rauszögert, ohne dass er auch wirklich schießt. Also, dass er die Animation schon richtig macht. Wenn ihr einmal kurz drückt, dann macht er halt nur so ein kurzes Ding, aber wenn ihr ein bisschen länger wartet, das war jetzt zu lang gewartet, dann kann das natürlich noch cooler aussehen. Also da muss man einfach so ein bisschen so ein kleines Gefühl, so nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn ihr das raus habt, dann habt ihr wirklich eine Waffe am Start, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ist um einiges effektiver und viel besser als der Fake Shot. Ist dafür natürlich auch viel schwieriger vom Skillniveau. Beim Fake Shot drückt ihr das und er macht dann halt keinen Schuss. Beim Schuss Cancel kann es, wenn ihr es noch nicht 100% drauf habt, passieren, dass er eben aus Versehen schießt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das ein wichtiger Trick, den ihr kennen solltet, den man effektiv anwenden kann. Solltet ihr auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal integrieren in eure Skills. Das wäre auf jeden Fall cool, weil der wirklich effektiv ist und euch besser machen kann. Kommt auch überraschend. Ich würde ihn jetzt nicht zu oft machen, weil sonst ist es natürlich für den Gegner auch ein bisschen in gewisser Weise predictable. Das ist sowieso wichtig, dass ihr nicht immer die gleichen Skills macht, weil sonst sieht der Gegner natürlich auch, ah, okay, jetzt macht er wieder den. Also einfach mal einbauen und dann schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr es gecheckt habt. Einmal Kreis drücken, dann die Schultertasten, und in dem Fall war es das von diesem Video. Falls ihr mehr Skill-Tutorials sehen wollt, falls ihr allgemein nichts verpassen möchtet und besser in FIFA werden möchtet, dann könnt ihr gerne hier ein Abonnement da lassen, würde mich extrem freuen. In dem Fall war es das, haut rein und ciao.